Herzlich willkommen zum Fragenhagel mit der Madita Habermehl vom TV Derendingen, in Zukunft aber SSV Reutlingen, damit wir da nicht durcheinander kommen. Madita, bist du bereit? Ja. Perfekt, also kommen wir direkt zur ersten Frage. Lieber Spielerin oder lieber Trainerin? Momentan lieber Spielerin. Okay. Deine Lieblingsposition ist? Sechser. Gewinnt bei euch im Training eher Team Jung oder Team Alt? Ich gehöre zu Team Alt, aber ich muss leider sagen, Team Jung ist häufiger der Gewinner. Kabinenansprache, machst du die sehr gerne, sie lieber selber oder hörst du lieber zu? Ich mache sie eigentlich lieber selber. Lieber ein Hefe oder lieber ein Helles? Helles. Lieber Physio oder selber Fußball spielen? Lieber selber Fußball spielen. Was ist dein Lieblingsderby in Tübingen? Von den Frauen oder? Wie du willst. Klassisches Derending Lustnau. Ja. Drei Worte, die den TV Derending ausmachen. Team, Gemeinschaft Qualität, muss ich sagen, ja. Spielerische Qualität. Nach dem Training trinke ich ein? Duschbier. Wichtigstes Tor deiner Karriere war? Ich glaube nicht unbedingt wichtigstes, aber eines der schönsten oder wo ich am meisten erinnere, Regionalligaspiel gegen Augsburg, 30 Meter Freistoß in den Winkel. Sauber. Mein Spiel des Lebens war gegen? Schwierig. Ich glaube, das kann ich wirklich gar nicht sagen. Das waren einige dabei. Also ich glaube, die Rückrunde letzte Saison, da waren einige dabei, wo ich sagen kann, da habe ich alles gegeben und es waren Spiele dabei. Die waren genial, also da kann ich mich gar nicht auf eins direkt festlegen. Okay, das geilste Spiel der bisherigen Saison war welches? Ich glaube, ich würde sagen, auswärts in Fürnheim. Da haben wir 4-0 gewonnen. Der Platz war eine absolute Katastrophe, aber wir hatten Fans mit dabei. Wir sind mit dem Bus hingefahren. Wir hatten, glaube ich, unsere 15 eigene Fans mit dabei und es war einfach ein geniales Spiel, genau. Auf welches Spiel freust du dich in dieser Saison noch am meisten? Ich glaube, das VfB Stuttgart-Spiel steht da ganz, ganz oben mit dabei. Aber primär nicht ums Prestige, nicht wegen dem Namen, sondern einfach, weil wir die vom Platz fegen wollen. Der TV Derending hält die Klasse, weil wir ein starkes Team sind und unsere Punkte noch holen werden und jeder seine Leistung zeigen wird. Am Ende der Saison belegt der TV Derendingen den Platz? sind wir jetzt bei den Plätzen wieder? Nein, also so 4-5 könnte ich mich festlegen. Okay, sehr gut. Das war's auch schon. Das waren alle Fragen vom Fragenhagel, die ich mir mal notiert habe.